Hallo liebe Motorsportfreunde, die Formel 1 hat Winterpause, aber hinter den Kulissen wird natürlich weitergearbeitet. Für uns ist das die Zeit, hinter diese Kulissen zu blicken und die Geschichten dazu zu erzählen. Heute treffen wir uns mit Mario Illien, dem Mann, dessen Motoren mehr Rennen und mehr Weltmeisterschaften gewonnen haben als Lewis Hamilton und Max Verstappen zusammen. Und wir wollen natürlich von ihm erfahren, wie das alles möglich war, wie es angefangen hat und warum er heute noch einer der Köpfe hinter dem Weltmeistermotor von Verstappen ist. Zuerst mal hallo Mario und danke, dass wir hier in der Schweiz sein dürfen. Ja, danke, dass du gekommen bist. Schön, dich zu sehen. Ja, wir haben hier einen Motor von dir stehen am Boden. Das ist, glaube ich, der IndyCar-Motor, der aktuelle, der dieses Jahr auch das Indy 500 gewonnen hat. Ja, ist ein bisschen älter. Nicht ganz aktuell, aber von der Serie, der dieses Jahr gewonnen hat. Ja. Wie viele von diesen Motoren baust du pro Jahr? Ungefähr? Ungefähr 45. Und was passiert mit den Motoren, wenn sie ausgedient haben? Dann werden die eingestampft. Ja. Blutet da nicht das Herz? Es steckt so viel Arbeit drin, also sowohl vom Ingenieur als auch von den Leuten, die ihn dann zusammenbauen müssen? Ja, ein bisschen vielleicht, aber wir gucken natürlich grundsätzlich nach vorne. Was ist das Nächste? Was können wir verbessern? Und weniger in die Vergangenheit. Wir haben zwar einige Exemplare rumstehen, aber die meisten werden eingestampft. Hast du von jedem deiner Motoren wenigstens ein Exemplar irgendwo in einem Museum stehen? Oder gibt es da Motoren, die du gar nicht mehr hast? Ja, ich habe die meisten nicht mehr. Warum? Ja, die brauchen viel Platz. Und ich, wie gesagt, ich gucke lieber nach vorne als nach hinten. Ich habe einige Motoren in der Firma, ich habe auch etwas hier. Aber es ist nicht etwas, das ich jetzt da dran hängen würde. Hast du nie daran gedacht, an Fans mal so einen Motor zu verkaufen? Ich kann mir vorstellen, da gibt es viele Leute, die ein bisschen Geld in der Tasche haben, die würden sich sowas gerne ins Wohnzimmer stellen? Vielleicht, ja, aber das haben wir uns eigentlich noch nie überlegt. Okay, dann hören wir uns mal deine Geschichte an, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Und ich glaube, wir gehen dann an einen Platz, wo wir ruhig sitzen können. Okay. Ja, Mario, du wirst der Motorenpapst genannt. Eine große Schweizer Zeitschrift bezeichnet dich als der PS-Zauberer aus Chur. Wie bist du überhaupt zu Motoren gekommen? Was hat dich an den Motoren fasziniert? Warum bist du nicht ein Autokonstrukteur geworden? Motoren haben mich eigentlich schon als kleiner Knabe fasziniert. Vor allem der Sound von den Motoren. Und meine Brüder und ich und auch Freunde haben dann so kleinere Wettkämpfe gemacht, hinter einer Mauer gelauscht, was da für ein Auto vorbeifährt, was für eine Marke, was für ein Modell, nur schon am Geräusch her. Und irgendwie haben mich Motoren die ganze Zeit nicht mehr losgelassen. Und ich dachte dann meiner Jugendzeit, irgendwie muss ich einen Weg finden, ins Motorengeschäft einsteigen zu können. Und Rennsport natürlich im Besonderen hat mich sehr stark interessiert. Nur wo ich aufgewachsen bin, in Chur, war natürlich nichts los. Ich kann mich noch erinnern, als es im Kanton Graubünden noch weniger als 19.000 Fahrzeuge insgesamt gab. Also da war wenig los. Ja. Und wie hast du dann deinen Fuß in das Geschäft gebracht? Ich habe dann nach meiner Schulzeit eine Lehre gemacht als Maschinenzeichner in den Emserwerken, also in Chemiefirmen. Aber das war recht interessant und ich hatte da sehr auch tolle Aufgaben. Ja, ich habe dann Extruder gezeichnet und für Anlagenschemas und so weiter. Also nicht unbedingt, was mit dem Auto zu tun hatte. Nebenbei habe ich mir natürlich dann angefangen, Konstruktionen zu machen von Motoren, habe viele Bücher gelesen und bin dann auch zur Überzeugung gekommen, dass nach der Lehre, was ich da einen Weg einschlagen muss, das mich näher an den Rennsport bringt. Und das war dann auch mit ein Grund, dass ich mich entschieden hatte, das Technikum, das Autotechnikum in Biel zu absolvieren. Die Bedingung war, um da antreten zu können, wenn man nicht aus dem Fach kam, dass man ein Jahr im Autogewerbe arbeiten musste. Und das habe ich dann mit einem Aufenthalt in Genf verbunden. Ich dachte, ein bisschen Französisch lernen und Autofachkenntnisse anmaßen wäre vielleicht eine gute Kombination. Ich habe dann 23 Garagen angeschrieben und habe 3 Antworten bekommen. Eine Zusage und der Rest Absage. Das war so im Jahr? Das war 70.
Und bin dann nach Genf gezogen und habe da gearbeitet. Meine Eltern waren da nicht besonders glücklich darüber, dass ich jetzt nach der Lehre nicht anfange zu arbeiten und was zu verdienen. Aber ich dachte, na, das ist viel wichtiger, was ich jetzt da mache. Und habe mich da auch entschlossen, dass ich da mich allein durchkämpfe, obwohl ich was nicht verdient hatte. Also derzeit hatte ich 320 Franken im Monat und für die Wohnung musste ich 185 bezahlen. Das geht sich schwer aus dann. Und mit dem Rest musste ich irgendwie durchkommen. Das war eher knapp. Und dann habe ich mir noch einen Job gesucht für Samstag, Sonntag. Und ich habe über die Beziehung mit der Garage habe ich den Hans Funder kennengelernt. Bin dann an einem Samstag dahin gefahren und gefragt, ob er für mich Arbeit hätte. Und da sagt er auf Fahni, ja, im Moment hätte er nichts, aber wenn ich schon hier wäre, könnte ich mal die Garage und die Werkstatt aufräumen und putzen. Was ich dann auch gemacht habe. Und ich konnte dann die Wochenende danach wieder dahin und langsam nicht nur die Garage putzen, sondern ich konnte auch Autoteile putzen. Und Funder hat zu der Zeit Formel 2 und Formel 3 Motoren vorbereitet und revidiert. Das war eine ganz, ganz gute Aufgabe und ich kann mich noch gut erinnern. Es ging Monate, bis er mich bezahlen konnte. Über das Geld haben wir zwar nie gesprochen. Und er hat dann eines Tages gesagt, ja, es wäre vielleicht gut, wenn er mir was zahlen würde. Ob ich mit 7 Franken die Stunde zufrieden wäre. Ja, das passt. Das war natürlich ein recht guter Schub nach oben für die Verhältnisse von damals. Und dann nach einem Jahr Genf hätte ich eigentlich ins Tech gehen sollen. Aber dann kommt der Funder und sagt, Bonnier sucht Leute. Also Joachim Bonnier, ja. Ja, Joachim Bonnier, ja. Und Heini Mader war Chefmechaniker bei ihm. Ob ich nicht Interesse hätte, für die zu arbeiten. Ich sagte, ja, das Technikum kann warten. Ein bisschen Rennsport an der Strecke wäre sicher auch eine gute Ausbildung. Und ich bin dann dahin gefahren. Und es war eine tolle Zeit. Dazwischen habe ich dann noch Militär gemacht, was man so macht in der Schweiz ab und zu. Und leider ist dann der Bonnier im 72 in Le Mans tödlich verunglückt. Und dann habe ich dann natürlich keine Arbeit mehr gehabt. Inzwischen hatte ich die Aufnahmeprüfung fürs Tech gemacht. Aber nachdem ich den Studienplan vom Autotech mir genauer angeguckt habe, habe ich mir entschieden, Maschinenbau zu machen. Weil das Autotech bildet mehrheitlich Leute aus, die ins Versicherungswesen oder Garageführung und so weiter, also ins Management gehen. Das hat mich nicht interessiert. Ich wollte konstruieren. Also habe ich da schon mal umgeschwenkt. Und als ich dann zum Funder zurückging, nachdem der Bonnier verunglückte, habe ich ihn gefragt, ob er Arbeit hätte für mich. Er sagte, ja, er hätte einen Franzosen, Fritz Stalder, der möchte, dass er für ihn einen Form-2-Motor baut. Und ich könnte ja zeichnen. Ich sage, ja. Habe mich dann auch relativ kurz entschieden, ja, ich versuche das. Dann haben wir mitten in der Werkstatt neben dem Ofen ein Zeichenbrett aufgestellt. Und da habe ich angefangen zu konstruieren. Die Basis, die wir nutzen, war ein Chrysler 180, also ein 2-Liter-Motor. Ja. Für die damaligen Zeit war die Basis von Formel-2-Motoren auf Serienmotoren aufgebaut. Also der Block kam aus der Serie und der Rest konnte man selber machen. Und wie gesagt, wir nutzen den Chrysler 180, also das waren die Franzosen, also Simca dazumal, ja, im Hintergrund. Und haben entsprechend auf dieser Basis den Motor aufgebaut. Der hat dann auch funktioniert. Und ich bin dann danach ans Maschinenbautechnikum in Biel gefahren. In den Ferien immer wieder nach Genf und habe da weitergearbeitet, weiterentwickelt. Aber dazwischen kam noch der Hans Hermann. Das war ein Motorradfahrer mit Seitenwagen gespannt. Der wollte auch einen Motor. Da haben wir noch einen
Zweizylinder. Also nicht zu verwechseln mit unserem Hans Herrmann, der in der Formel 1 für Mercedes in den 50er Jahren gefahren ist. Das war ein Schweizer Motorradrennfahrer. Schweizer Motorradrennfahrer. Nein, Entschuldigung, der hat Hermann Schmidt, der hat gesagt, nein, bin ich mir sicher. Da müssen wir vielleicht passen. Okay. Da habe ich einen Boxermotor mit zwei Zylindern, 500 Kubik, vier Ventilen, hat auch von Grund auf aufgebaut. Aber dem ging dann leider das Geld aus und der Motor war nur in seinem Wohnzimmer als Dekoration schlussendlich. So, und dann richtig eingestiegen, bis er dann 1979 zu Cosworth. Cosworth war ja nicht irgendwer. Das war die Motorenschmiede schlechthin im Motorsport, der erfolgreichste Formel-1-Motor, den es jemals gab. Wie kommt man als Schweizer, der jetzt noch nicht so bekannt war, du hattest ja damals noch keinen großen Namen, wie kommt man da zu den Engländern? Wie kriegt man da einen Job? Ja, das war über Umwege. Nach meinem Studium war im Rennsport relativ wenig los. Da ja, die Ölkrise kam dazwischen. Und die Teams haben sich alle ein bisschen reduziert. Ich habe dann versucht, dazu mal bei Penske einen Job zu finden, weil der war mit einem Team in der Formel 1. Mhm. Aber die haben mich nicht anstellen wollen. Mhm. Kann sich der Roger da noch heute dran erinnern? Nein, er war nicht dabei. Das war sein Manager dazu mal, der ja, Heinz Hofer. Ja. Heinz Hofer. Mhm. Aber die haben mir eine Absage erteilt. Mhm. Und dann habe ich nicht den Job gefunden, den ich eigentlich mir ausgedacht habe. Ich wollte nicht irgendwas machen. Habe dann meinen Vater gefragt, ob ich in seinem Haus eine Solaranlage bauen könnte. Für Heizung und Warmwasser. Mhm. Und da sagte er, ja, das würde ihn interessieren, dann bin ich ein halbes Jahr zu Hause, habe ich diese Anlage gebaut und in der Zwischenzeit dann einen Job bei der Mowag in Kreuzlingen gefunden. Mowag ist eine Firma, die im Rüstungssektor tätig ist und die hatten eine Motorenabteilung für Dieselmotoren, also für Panzermotoren. Mhm. Das war eigentlich eine tolle Zeit. Ich konnte da Versuche machen, entwickeln und hatte viele Freiheiten und Möglichkeiten. Also, die Motorenabteilung war eigentlich eine Abteilung, die der Besitzer der Firma für seinen Sohn aufgestellt hat. Mhm. Weil der hatte Thermodynamik studiert, aber hatte nicht unbedingt jetzt das große Interesse dabei. Und die Abteilung war da und man konnte machen, ohne dass man da große Aufträge hatte. Mhm. Also tolle Spielwiese. Dann bekam ich eines Tages ein Telefonat vom Heini Mader, ob ich nicht Interesse hätte, zu Cosworth zu gehen. Weil über Heini Mader haben die dann herausgefunden, wer diesen Rockmotor machte. Mhm. Weil der war dann relativ, also dieser Kreisler. Mhm. Der Kreisler, mhm. Ja. Der war dann ja, relativ gut unterwegs. Wir hatten da inzwischen auch Le Mans bestritten damit, konnten da den 6. Platz im Gesamtklassement reinfahren. Und war auch in vielen Bergrennen mit beteiligt und so weiter. Also einen kleinen Namen hat der Motor bekommen. Und die Keith Duckworth, die wollten neue Leute haben und hat dann über Heini Mader mich kontaktiert. Und dann bin ich dahin gefahren für ein Gespräch, Vorstellungsgespräch mit Keith Duckworth. Also mit dem Renngott damals, also ja, ja, oder Motorengott, kann man sagen. Ja. Da bin ich da mit dem Flieger nach London und mit der Bahn nach Northampton. Und bin ich in Northampton konnte ich fast nicht aussteigen, weil in England ist die Türfalle außerhalb vom Wagen. Mhm. Da innen gibt es keine Falle. Ach so. Da muss man zuerst das Fenster öffnen. Ach. Und dann die Falle für die Türe. Da ist mir der Zug fast abgefahren. Ja. Das wäre schon mal ein schlechter Anfang gewesen. Ja. Dann bin ich da zu Cosworth und mein Englisch war auch ja, ein bisschen angeschränkt. Und ich dachte, das Vorstellungsgespräch, halbe Stunde, Stunde, und dann ist die Sache vorbei. Mhm. Nein, es dauerte den ganzen Tag. Echt?
war ich den ganzen Tag beim Kies im Büro. Dann hat er ein Problem nach dem anderen geholt und gefragt, ja, was würdest du da für eine Lösung machen und so weiter. War sehr interessant. Am Schluss Anschlag und ich hatte den Job. Okay. Und dann, was war das für ein Typ, der Keith Duckworth? Das war ein super interessanter Kerl, also wirklich toll. Natürlich völlig auf die Technik konzentriert. Mhm. Den Rest hat ihn eigentlich nicht so groß interessiert. Und der andere Namensgeber, Mike Costin, hast du ihn auch kennengelernt? Ja, ja. Aber nicht in dem Tag. Ja, aber dann schon. Danach. Und war das dann so ähnlich wie bei dir später mit dem Paul Morgan? Waren die ähnliche Aufgabenteilung oder war der Costin, hatte eine andere Rolle dort? Die Aufteilung war ein bisschen anders. Weil Cosworth dazu mal hat mit 4 Leuten angefangen. Ja. Und der Mann, der für die Produktion und die, den Maschinenpark zuständig war, das war der Benny Root. Mhm. Und der Mike Costin, der war mehr in der Entwicklung und Erprobung und so weiter tätig. Ja, wenn man jetzt da als junger Schweizer Ingenieur da hinkommt, muss man da am Anfang, keine Ahnung, Steine fressen und Wasserpumpen bauen statt Zylinderköpfe oder wie lief das? Nein, das war relativ schwierig, muss ich sagen. Der Anfang war hart. Und zwar hat sich der Kies über alle Hierarchien weggesetzt. Also er hat gesagt, du arbeitest für mich, Ende. Und da hat es natürlich einige gehabt, die haben sich da nicht besonders wohl gefühlt mit der Situation. Jetzt kommt ein Ausländer, der arbeitet für Kies und der Rest von der Organisation ist auf der Seite. Also es hat schon ein bisschen böses Blut gegeben und ich musste mich da richtig durchkämpfen. Also die Aufgaben, die ich bekam, waren von Anfang an sehr interessant. Also ich konnte da gleich tolle Aufgaben. Ja, gleich am DFV, oder? Der hat ja viele Motoren damals gebaut, auf der Langstrecke, alles mögliche. Ich glaube, Indycar-Motoren hatten sie auch. Ich war mit dem DFV beschäftigt und zwar relativ schnell mit dem DFY. Das war der Kurzhub dann. Genau. Der Kurzhub und ein paar andere Sachen, also nicht nur Kurzhub. Also ich hatte da eigentlich völlige Freiheit, was ich da reinstecken konnte. Und ich rapportierte also nur an Kies. Also die anderen waren alle. Und es war natürlich ziemlich viel Neid durch das vorhanden. Aber toll, tolle Aufgabe. Und dann den Sierra Cosworth konnte ich da auch machen. Und der Kies, das war immer interessant, der Kies Duckworth, wenn er in der Firma war, gab es um 10 Uhr gab's immer Kaffee. Da hat man sich getroffen und über Gott und die Welt diskutiert, aber dann auch technische Sachen diskutiert. Und die Diskussionen, die gingen natürlich immer über längere Zeit. Aber ja, Cosworth war eine super Firma. Ja. Ich meine, der DFY, wo du ja dann maßgeblich daran beteiligt warst, das war ja so die letzte Antwort von Cosworth auf die Turbos, die da zu der Zeit ja groß geworden sind. Ich meine, Keith Duckworth, ich habe es ja auch nur gelesen, war am Anfang sehr, sehr skeptisch. Er hat gedacht, der Faktor für den Turbomotor ist eigentlich viel zu schlecht berechnet, also in Bezug auf den Turbo. Später hat er mal seine Meinung geändert. Wie hast du damals die Turbos gesehen? Hast du schon früher erkannt, die werden die Sauger irgendwann überrollen? Ja, also die Anzeichen waren ganz klar, was der Turbo überlegen sein wird. Was natürlich zu dem Zeitpunkt ein Hindernis war, war die Elektronik. Das war natürlich ein Schwachpunkt. Die Turbos hatten erst einen riesen Vorteil, als die Elektronik dann reif wurde und das Programmieren auch einfacher wurde. Aber was war das Problem? Ich meine, Turbomotoren gab es ja schon früher in der Geschichte. Porsche in der Can-Am-Serie hat alles niedergefahren. Der Offenhauser in Indianapolis fuhr schon seit ewigen Zeiten mit dem Turbo. Ja, aber das waren natürlich Lichtschalter. Ja. Also Motoren, da war nichts und dann plötzlich alles. Mhm. Also die waren nicht gut fahrbar. Ja. Also das war sicher ein Hindernis für die Turbomotoren von dazumal. Und bei Indianapolis hat das funktioniert auf dem Oval, weil da ist die Fahrbarkeit nicht so entscheidend. Aber auf den Straßenkursen war es natürlich ein Riesenproblem. Jetzt hast du bei Cosworth den Paul Morgan kennengelernt. Wie war das? War der in deiner Abteilung? Oder? Nein, der Cosworth,
Der Paul Morgan war für die IndyCar verantwortlich, also für das Zusammenspiel zwischen Cosworth und den Teams in Amerika. Und er hat die auch betreut. Aber wir haben uns dann, wir waren im gleichen Gebäude, haben uns relativ früh kennengelernt. Und er hat mich dann, war der erste Engländer oder der erste, der da arbeitete, der mich zu einem Sonntagsmittag eingeladen hat. Mhm. Und der hatte zu Hause dazu mal schon eine tolle Werkstatt, CNC, Fräsmaschinen, Drehbank und so weiter, also tolle Einrichtung. Und hatte Oldtimers. Mhm. Und ja, da haben wir uns dann so gefunden. Ich habe dann für ihn und für seine Sachen Teile konstruiert. Er hat es gebaut. Mhm. Und wir haben so kleinere Projekte nebenan noch gemacht. Unter anderem hatten wir ein Modell vom V1-Triebwerk gebaut, mhm, das bei Cosworth mal auf den Prüfstand laufen lassen, sind die ganzen Werkzeuge von der Wand runtergefallen, ja. Und alles war schwarz. Ja. Aber von dem her wussten wir eigentlich, ja, wir können zusammenarbeiten. Aber warum habt ihr euch dann selbstständig gemacht? Ich meine, Cosworth ist ja, wenn man da einen guten Job hat, verlässt man nicht so einfach. Nein, aber der Keith Douglas wurde natürlich älter, Cosworth wurde verkauft, mhm, zu dem Zeitpunkt und verdient hat man auch wenig bei Cosworth. Also es war 82 oder 83. Ja, der Dave Y kam 83 dann. 83, genau. Mhm. Und da hatten wir die Kathrin, meine jetzige Frau, die war auch schon in England. Wir waren noch nicht verheiratet. Aber wir hatten eigentlich kein Geld, Weihnachten nach Hause zu fahren. Mhm. Und ja, in England, für englische Verhältnis hat man sicher nicht schlecht verdient, aber nicht genügend, um zu leben. Mhm. Also, wie wir es gewohnt waren. Und sie hat dann Salzteigfiguren gemacht und auf dem Markt verkauft, damit wir in die Schweiz fliegen konnten für Weihnachten. Also, das war dann trotzdem noch ein bisschen ein Problem in dieser Richtung. Und ich hatte dann das Gefühl, was nach 5 Jahren Cosworth, dass ich was anderes machen möchte noch zusätzlich. Und habe dann das mit dem Paul besprochen. Und dann sagte er, warum machen wir nicht etwas zusammen? Das war an und für sich seine Idee. Und dann ist die Frage natürlich, was? Mhm. Was können wir machen? Formel 1 wäre sicher eine Nummer zu groß gewesen, mit nichts anzufangen. Aber wir dachten, ja, IndyCar, da war Cosworth eigentlich fast der alleinige Ausrüster. Es gab da noch Judd. Judd, genau, ja. Gab es da noch. Aber wir glaubten, da wäre eine Tür offen für was Neues. Und haben dann Roger Penske angerufen. Warum gerade Roger Penske? Und auch wieder jetzt fast eine Analogie zu Cosworth. Der Größte eigentlich in diesem Sport. Ja. Was hattet ihr in den Händen, außer diesen Plan, alles selber machen zu wollen? Ja, wir hatten den Plan, einen Motor zu bauen, der natürlich kleiner, leichter und mehr Leistung hat. Aber noch keine Zeichnungen oder irgendwie? Nein, nur Ideen im Kopf. Nur Ideen im Kopf. Aber wir haben Roger angerufen. Und der Paul Morgan kannte den Roger durch seine Verbindung mit den IndyCar-Teams. Und der Penske war natürlich eines der dominanten Teams und der großen Teams da drüben. Und da glauben wir, da hätten wir den richtigen Partner, so etwas aufzubauen. Gut, da sagt er, nachdem wir ihn angerufen haben, er schickt mir einen Zeitplan und einen Businessplan. Da haben wir Businessplan, 3/4 Seite, handgeschrieben. Wie viel Geld habt ihr da veranschlagt für die Konstruktion des Motors bis zum Bau von? 3 Millionen und ich glaube, es waren 3 Millionen und 70.000 Dollar. Okay. Aber die Idee war schon dazu, haben wir ihm ganz klar gesagt: grüne Wiese, wir bauen alles neu auf. Mhm. Also, wir gehen da nicht in einen Hinterhof und fangen da irgendwie an. Und wie lange, welchen Zeitraum habt ihr dem Folge? Oder 18 Monate. 18. Mhm. 18 Monate, bis der Motor auf dem Prüfstand läuft.
Und dann hat der Roger hat einen Anwalt nach England geschickt und der wollte mit uns einen Vertrag machen. Natürlich einen Knebelvertrag. Und dann mir das Zeug interessiert mich nicht. Unter diesen Bedingungen, nein. Und in der Zwischenzeit, der Dirkwurst hat natürlich mitgekriegt, was da was geht. Der Dirkwurst hat mir auch ein Angebot gemacht, dass ich bei Cosworth ein bisschen die Leiter hochkomme. Ja. Und Cosworth wollte dann in die Turbo-Ära einsteigen. Ja, genau. Ja. Dann wollte der Penske und der Anwalt, dass wir nach Amerika kommen, so nahe. Unter diesen Bedingungen zahlen wir kein Flugticket, um nach Amerika zu kommen. Das ist keine Basis. Ging dann ein bisschen hin und her. Und dann kommt der Anwalt zurück und sagt, okay, wir zahlen den Flug. Kommt rüber. Dann sind der Paul und ich nach New York geflogen. Und der Roger Penske hat dazu mal in New Jersey gewohnt. Sonntagnachmittag um 4 haben wir uns da getroffen. Laufen bei dem ins Wohnzimmer und sagen, so, was passt dir da nicht? Das ist überhaupt nichts, passt mir. Ja. Dann hat er das Papier genommen, auf die Seite geschoben und sagt so, was wollt ihr? Dann haben wir da unsere Vorstellungen preisgegeben. Der Roger hat eine Bedingung gestellt, dass er von dem Unternehmen 50% haben wird. Mit der Bedingung, dass er 25% an einen Hersteller abgibt, wenn er einen Hersteller findet. Und Paul und ich hatten je 25%. Aber wir mussten auch Geld finden und in die Firma reinstecken. Das war auch eine Bedingung. Also musste ich und Paul auch auf die Bank und Geld auftreiben. Echt? Damit also Kredit aufnehmen. Ja? Kredit aufnehmen, damit wir anfangen kommen. Aber nach 2 Stunden hatten wir eine Basis, da sagte Roger dem Anwalt, so jetzt anhand von dem schreibst du einen Vertrag und vorwärts geht's. Also, und zuerst war der nur zu zweit, du und der Paul? Ja, nur zu zweit. Wann habt ihr den ersten Angestellten? Im April. Wir haben im Januar angefangen und im April hatten wir zwei Leute eingestellt. Ja. Und die Fabrik, wo war das? Oder? Nichts. Gar nichts? Nein. Bis dahin? Ja. Ich habe zu Hause im Gästezimmer gearbeitet. Paul hat zu Hause in seiner Werkstatt gearbeitet. Ja. Wir haben ein Stück Land gekauft, also das Land, das in Brixworth ist. Der Paul wusste davon, dass das auf dem Markt war. Und haben in der Zeit eine Fabrik aufgebaut. Also Architekten organisiert. Wir haben im Januar angefangen und im Mai angefangen zu bauen. Die Fabrik? Fabrik. Also das ging alles relativ zackig voran. Und wie groß war das Team dann am Ende, als der Motor endlich im Prüfstand stand? Da bin ich nicht sicher. Das waren wahrscheinlich um die 20, 25 Leute zu dem Zeitpunkt. Und alles finanziert von diesem Businessplan, also was ihr da von diesen 3 Millionen nochmal was. Ja, und da kam natürlich GM. GM ist dann im Oktober 1984 aufgesprungen. Ohne dass der Motor schon auf dem Prüfstand war? Ja. Echt? Ja. Das hat der Penske hat dich einfach überzeugt. Das hat der Penske eingefädelt, ja. Und vielleicht muss ich noch sagen, während der Zeit war es dann schwierig, mit Katrin nach England zu kommen, weil ich musste dann jeweils nach London fahren, mit dem Auszug von meinem Bankkonto, um zu beweisen, dass ich sie unterhalten kann, wenn sie in England ist, also hin und her. Ja. Dann haben wir dann geheiratet im September. Da sagte Penske, ich müsse auf Hochzeitsreise. Sag, ich habe keine Zeit. Sag, muss sein. Ja. Ich habe die Zeit nicht. Ja, nein, das muss sein. Kannst mein Boot haben für eine Woche. Echt? Ja. Sind wir dann nach Florida geflogen und sind da eine Woche auf seinem Boot gewesen. Und hast du den Zeitplan einhalten können? Ja. Ja. Trotzdem. Ja. Aber das war dann die Zeit, während der Hochzeitsreise haben wir den Vertrag mit GM unterschrieben. Also unter der Woche plötzlich kam ein Anruf von Roger, sagt mir, du musst nach Detroit kommen. Ich schicke einen Flieger, wir müssen den Vertrag unterschreiben. Ja. Und dann hat er mich abgeholt, abends um 5 Uhr oder so,
nach Detroit geflogen, da noch Diskussionen gehabt, dann ist Mitternacht gewesen, immer noch nichts unterschrieben. Die Uhren wurden stillgelegt und dann morgens um 3 ist der Roger aufgestanden und sagt so, das wird nichts. Mhm. Und dann haben sich die dann bewegt schlussendlich und so kurz nach 3 haben wir die Verträge unterschrieben. Und morgens um 7 war ich wieder auf dem Boot fürs Frühstück. Jetzt war das ja dein erster kompletter Motor, also wirklich komplett von Grund auf, oder, den du da konstruiert hast. Kannst du mal einem normalen Menschen erzählen, womit fängt man eigentlich an? Das ist so ein komplexes Gebilde, ein Motor. Was ist das erste Detail, was du zeichnest oder konstruierst? Ja, das Erste, was man unbedingt machen muss, ist das Reglement studieren. Mhm. Was sind für Möglichkeiten im Rahmen des Reglements? Und dann fange ich an, eigentlich 1:1, ein großes Blatt Papier mit der Mittellinie der Kurbelwelle. Ja. Macht das jeder so oder ist es deine persönliche? Ich habe es so gemacht. Mhm. Immer, also bei allen Motoren. Ja, immer so. Gut, bei Hans geht es natürlich vom Konzert, aber grundsätzlich Aufbau von der Mitte der Kurbelwelle her. Mhm. Und die Eckdaten, wie zum Beispiel Bohrung, Hub, Kompression, Länge, Breite, Höhe, Gewicht, hat man die schon im Kopf vorher oder entwickelt sich das? Das entwickelt sich, aber ich habe mir schon Vorstellungen, was ich da erreichen will. Also bedingt wieder durchs Reglement. Also mir war es immer wichtig, kleine und leichte Motoren zu bauen, weil das gibt immer mehr Freiheit für die, fürs Chassis, für den Einbau, für die Aerodynamik. Und auch wieder sehr wichtig, was man wenig Verlustleistung, also Wärmeabgabe hat. Also was man die Kühler klein halten kann und so weiter. Leistung ist ein Thema, aber das Ganze drum und dran, wie das der Motor ins Chassis passt, ist auch wichtig. Und da haben wir, glaube ich, zu Beginn einen Vorteil gehabt, auch in Indy. Und zwar hatte ich den Motor nicht flach gemacht, sondern ich hatte die Ölwanne im Winkel angeschrägt, damit der Unterboden entsprechend anders geformt wird. Also quasi wie diffusermäßig ein bisschen nach oben gezogen werden kann. Ja. Der erste Prüfstandslauf, kannst du dich noch erinnern, wie der war? Und ist es ein Moment für einen Motorenkonstrukteur? Ein nervöser Moment, wie so ein Raketenstart? Hat man da Angst, dass nicht alles in die Luft fliegt beim ersten Mal? Oder? Das weniger, aber was er läuft. Das war schon mal ziemlich viel Spannung drin. Und wir haben den Motor einen Tag nach Plan gestartet, weil die Zündung hat nicht funktioniert. Ja. Am Tag zuvor. Ja. Und dann mussten wir eine neue Zündeinheit organisieren. Das hat dann eine Verzögerung von einem Tag gegeben. Ja, da war natürlich schon Spannung. Und springt er an und läuft es. Ja, das war schon ziemlich aufreibend zu Beginn. Du hast ja dann relativ schnell Rennen gewonnen. Ich glaube, im 87 hättest du auch das Indy 500 gewonnen. Mario Andretti hat, glaube ich, mit einer Runde Vorsprung oder was geführt. Ja. Und dann fällt er mit Motorschaden 20 Runden vor Schluss aus. Aber jetzt, die Geschichte musste er erzählen, irgendwie nicht, weil er zu schnell gefahren ist, sondern weil er zu langsam gefahren ist. Was war da los? Genau. Wir haben einen Ventilfederbruch gehabt. Und zwar in einem Bereich um die 10.500 Umdrehungen ist die äußere Ventilfederin Eigenresonanz geraten. Und weil der Andretti so viel Vorsprung hatte, hat er alles schön schonen und langsam und ist natürlich öfters in den Bereich von der Resonanz der Feder gefahren. Ja. Und dann ist leider eine Feder kaputt gefahren. Hast du mit dem Mario mal drüber gesprochen? Über die Geschichte? Ja, ein paar Mal. Ja. Und er wird sich wahrscheinlich heute noch ärgern, oder? Ja, dass er sein zweites Indy 500 da weggeschmissen hat, also nach 69 dann. Ja. Und das war auch schon. Adrian Newey war auch dabei. Er hat der Renningenieur von Newman Haas gewesen dazu. Nachdem dann deine Motoren dort alles gewonnen haben, bis in die Formel 1, war das immer dein Plan? War das Zufall, dass du da reingeraten bist? Oder? Nein, mein Ziel war Formel 1, ganz klar. Aber wir mussten natürlich warten, bis wir ein Fundament hatten. Und nach 89, nachdem wir, ich glaube, 89 haben wir vielleicht fast alle Rennen gewonnen, vielleicht alle, bin ich mir sicher. Und dann haben wir gesagt, so jetzt Flucht nach vorne, wir müssen in die Formel 1. Haben das auch mit Penske besprochen. Und Penske hat gesagt, ja, guter Plan. Und Penske hat das auch finanziert. Echt? Obwohl er gar kein Team hatte? Ja, hat den Anfang
Formel 1 hat er finanziert, dazu mal mit Detroit Diesel. Er hat inzwischen Detroit Diesel gekauft. Ja. Und das auch wieder, sind wir relativ schnell dann mit Adrian Newey zusammengekommen. Mhm. Adrian war mit Leighton House unterwegs, mit dem Judd. Mhm. Und er wollte etwas Neues, Besseres. Und hat uns dann auch gefragt, ob wir ein Motor für ihn bauen könnten.